Recht herzlich willkommen zur 53. Folge von Factorio. Oben haben wir wieder einen Angriff gerade, deswegen ist hier kein Strom da, das ist nicht gut. Aber was wollen wir machen? Die Laser brauchen so viel Saft. Hier haben wir jetzt Kupfer gerade ohne Ende drinne im System. Naja, wir müssen Munition produzieren, wir müssen Stahl produzieren, Stahlplatten produzieren und wir müssen, sag schon, Stahlträger produzieren. Und das ist halt jetzt gerade hier der Kreislauf, der so läuft. Haben natürlich überall Kupfer drin. Ne, ja doch, Kupfer, Erz. Und das läuft irgendwie total langsam, ne? Der läuft mit Kupfer. Was wird hier gemacht? Auch Kupfer. Wir haben ordentlich Kupferproduktion dran, also ist nicht. Hier ist auch zweimal Kupfer. Oh, der wird nicht abgenommen. Da kann ich mal reinlegen, ne? Der kriegt die Kupferplatte nicht los. Ist auch blöd, dass er nicht auf der linken Hälfte des Bandes legt, nur auf die rechte. Ja, ganz blöd. Aber was willst du machen? Da kannst du gerade nichts machen. Das ist auch ein kleiner Ofen, das ist ein großer, ne? Naja, läuft auf jeden Fall. Ja. Und pack da mal runter. Alles gut. Da kommt auch nicht mehr viel raus wahrscheinlich. Das ist auch bald alle. Ach so, ne, wenn ich draufbleibe, ach, da ist 994 noch drin, 992. Ah, der ist leer. Das bedeutet, den können wir dann auch da unten hinbauen. Gut. Strom fehlt da allerdings und Fließband. Fließband ist nicht das Problem. Passt. Strom. So, der läuft dann auch wieder. Sollte funktionieren. Da geht's auch. Ja, gut. Langsam, aber stetig. Hier ist auch nichts drin. Was macht dieser Karton hier? Hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also eine Kiste 47 mal da rein. Und das bauen wir auch noch da rein. Aber da fehlt wie gesagt die Kupferplatte. Die kriege ich aber nur oben im Ofen gefertigt. Eisenplatten finden im Norden auch statt. Da werden Eisen wie Stahlträger gemacht. Ja. Kupfer fehlt da. 44. Gucken wir mal ins Auto wieder gerade vorbei. Packen wir wieder um. Okay, da packt das nicht aufeinander. Interessant. Der sortiert sie auch nicht so wie woanders, ne? Solarzellen, ja doch, die brauchen wir ja auch. So.
die dahin und jetzt sieht's ordentlich aus, oder? Kupfer ist passend. Solarzellen ist passend und hier sind's 624 Stahlträger, 1993 Eisenplatten und 956. Ja, Stahlträger aus waren es, ich weiß nicht mehr. Ist nicht schlimm. Da sind wieder 15 drin. Ach, panzerbrechende Munition war das mit 956. Ja, da ist genug drin. Der hat zu wenig, da können wir was reinpacken. Und der hat wahrscheinlich auch zu wenig. Obwohl, es ist was drin, aber es wäre besser, wenn noch mehr drin wäre, ne? Die anderen Öfen, ne? Konnten wir die auch produzieren? Ja, da fehlen Stahlträger und Ziegelstein, okay. Und ich glaube, wenn wir den anderen Ofen bauen, könnte es vielleicht besser laufen, ne? Ich glaube, hier waren Ziegelsteine drin, ne? Und ne, Zähne brauchen wir. Und was braucht man noch? 8 Stahlträger. Oh. Schon wieder reichlich dabei gekommen. Gucken wir, ob wir hier oben Stahlträger kriegen. Gut. Jetzt können wir einen Ofen bauen. Den würde ich jetzt mal abbauen. Und den dann dahin bauen. Da läuft es dann besser, ne? Ja, jetzt haben wir den über. Das sind alles große Öfen hier und wir haben jetzt einen kleinen gebaut. Super, ne? Sprit fehlt. Können wir auch nicht bauen. Lassen da erstmal sein. Ja, komm, wenn wir schon da dran sind, dann machen wir noch eins. Und das haben wir gar nicht. Ein feuerter Greifarm. Der ist auch über. Brauchen wir auch nicht machen. Dann baue es wieder ab. So, gucken wir unten nochmal rein, was wir an Munition wieder zusammengebastelt haben. 39. Geht also. Hier ist nichts drin, was wir brauchen. Wird gerade wieder dunkel. Ja, läuft eigentlich ziemlich gut überall, ne? Außer die Produktion von... Sag schon... Von Kupferplatten. Ich glaube, ich guck mal zu, dass wir aus der zweiten Kiste nochmal was kriegen. 10 davon. Und so 8 davon. Dann bauen wir noch so einen. Den stellen wir hier neben. Passt. So muss er.
Podcast. Ach, das geht nicht, weil der da mitten auf dem Weg steht. Hm. So drumrum und alles ist gut. Dem fehlt jetzt der Sprit. Passt. Und jetzt müssen wir noch ein paar Roboter bauen. Eisenplatten. Und da auch Eisenplatten. Die kriegen wir oben weiter. Ah, oben läuft aber gerade gar nichts, wie ich sehe. Ist hier nichts mehr drin? Okay. Ja, wir haben hier noch ein bisschen. Zack. Alles darüber. So, dann kommt wieder was an und wir kriegen wieder Eisenplatten. Die müssen wir uns auch ganz schnell hier oben wegholen. So. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt brauchen. Wir wollen einen davon haben. Und ich glaube, zwei davon. Passt, reicht. Gut, dann wieder runter. Gucken, dass wir den Ofen dann noch ans Laufen kriegen. Dann müssen wir das wegmachen, damit der da hin kann, aber so rum. Und da unten muss das Förderband noch ein länger werden. Rotieren wir so. So, jetzt läuft der Ofen auch. Hat geklappt, ne? So, jetzt kriegen wir mehr Produktion auf. Da ist so ein Böser. Der macht alles kaputt. Kann ich den nicht schießen? Das ist aber doof. Wie war denn noch schießen, meine Güte? Aha. Musste einmal die Waffe in der Hand nehmen, damit das Schießen wieder ging. Auch schön, ne? Das war jetzt aber richtig doof, ne? Der hat uns jetzt hier einiges kaputt gemacht, wie wir gerade gesehen haben. Und ich konnte den vor allem nicht retten. Den Erzförderer. Hm. Ganz doof. Ja. Das bedeutet im Endeffekt schon wieder einmachen, ne? Eisenplatten und Eisenzahnrad. Und hier, bevor der Dampfkessel, nee. Hier müssen wir hin. Da müssten wir wohl einen MG-Turm bauen, ne? Tja. Da müssen wir ein paar Platten hier einsammeln. Zahnräder waren dabei. Jetzt weiß ich nicht, ob das reicht. Für den Erzförderer. Ne, Eisenplatten fehlen uns. Und die sind da oben auch nicht mehr. Hier gibt es wieder ein paar Eisenteile zwar, aber wir müssen definitiv wieder hochfahren mit dem Zug, ne? Und neu laden.
Ja. Auf geht's. Eisen holen. Mit dem Zug da hoch. Da müssen wir Eisenerz holen, da müssen wir wieder Eisen machen. So, da kommen wir an. So. Und dann wird der voll geladen. Gut. Aber für die Folge würde ich sagen, reicht's wieder. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.